Ja, sehr geehrter Herr Schocktasser, sehr geehrter Herr Dürrlang, Herr Abgeordneter Bülz-Bley, Dr. Baumer, meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich auch liebe Schulgemeinde, Gemeinschaft im Besonderen. Wir werden auch nachher noch Schülervertreter hier hören und Elternvertreter und natürlich liebe Gäste. Ich möchte zunächst einmal die herzlichen Glückwünsche der Stadt überbringen und ich glaube, Sie sind an diesem stolzen Tag sehr angemessen. Glückwünsche des Gemeinderats, ehemaliger Gemeinderäte, aktueller Gemeinderäte, die in großer Zahl hier präsent sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob alle genannt worden sind und habe jetzt nicht den Gesamtüberblick, aber Sie sind in großer Zahl da. Das sieht man auf den ersten Blick und Ihnen auch der Fraktionsvorsitzende Herr Eisenhower, der Frank, glaube ich, noch nicht begrüßt worden ist. Das zeigt, dass Ihr Projekt und Ihre Schule eine große öffentliche Aufmerksamkeit hatte, aber ich glaube, das können Sie auch bestätigen, über die Jahre auch immer eine intensive Begleitung und Unterstützung. Und wir begleiten ja dieses Projekt über jetzt doch schon lange Jahre und ich kann mich noch gut erinnern an den Anfang in Neckarau, der, das muss man am heutigen Tag ja sagen, dann ein sehr bescheidener Anfang war, wo man gesagt hat, naja, also kann man das als Schule erkennen, wie wird das werden? Und natürlich gab es damals auch Fragen an uns als Schulverwaltung und ich war damals ja, Bildungsbürgermeister, wie ist das? Jetzt kommt ein Träger, türkisch-deutscher Bildungsverein, das richtet sich doch damit an die türkische Gemeinschaft und ist das nicht dann damit auch von vornherein nicht ein Projekt des Zusammenführens, sondern ein Projekt, das auseinanderführt? Wir waren damals der Überzeugung, das ist nicht der Fall, sondern es entspricht unseren Zielstellungen. Und unsere Zielstellungen lauten Aufstieg durch Bildung und Integration durch Bildung. Und dem haben Sie sich verschrieben und Sie haben sich von Anfang an immer eben auch als Teil der Stadt Mannheim verstanden, haben immer eine Politik der Öffnung betrieben und dieses auch glaubwürdig in Ihrer ganzen Praxis auch belegt. Und das ist der Grundstein für ein ganz besonderes Modell. Sie haben einige Meilensteine hinter sich gebracht, aber heute ist natürlich der mit Abstand der größte Meilenstein und der Abschluss einer ersten großen Phase, nämlich dieser Phase der Etablierung, dass man sagen kann, ja, das ist eine anerkannte, wahrnehmbare Schule im Rahmen der Stadt Mannheim. Dazu gibt es ja auch neben diesem stolzen Gebäude auch die Tatsache, dass Sie Ihren ersten Abiturjahrgang gerade verabschieden konnten und ein Jahr zuvor, die haben später begonnen, waren auch früher fertig, ist ja logisch bei kürzerer Schulzeit, den ersten Realschuljahrgang ein Jahr zuvor. Also das waren natürlich ganz wichtige Meilensteine, genauso wie davor 2011 eben die staatliche Anerkennung und damit eben auch ein ganz wichtiger Schritt, eine Anführungszeichen normale Schule zu sein und damit eben auch die formelle Anerkennung erreicht zu haben. Aber heute, wie gesagt, natürlich nochmal ein ganz besonderer Rahmen und natürlich haben Sie jetzt auch ein paar andere Möglichkeiten, auch was Ausschreibungstechnik angeht etc. Aber ich muss mal sagen, für 7,3 Millionen Euro, das ist nicht wenig Geld, aber es ist ein stattliches Ergebnis für 7,3 Millionen Euro. Also das können Sie sagen. Dass allen Ansprüchen auch entsprechend gerecht wird. Und Sie haben ja ein Thema auch erwähnt. Sie sind auch eine Ganztagsschule, machen Ganztagsangebote. Auch das ist ein ganz wichtiger und natürlich moderner Aspekt und auf dem wird dieses Gebäude entsprechend gerecht. Also Kompliment zu dem, was Ihnen hier gelungen ist, aus eigener Kraft und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an diejenigen, die das vom Trägerverein begleitet haben und auch diejenigen, die das begleitet haben. Sie haben den Beirat angesprochen, der natürlich auch eine ganz wichtige brückenbauende Funktion eingenommen hat und zugleich sie natürlich unmittelbar fachlich begleiten konnte, weil das sind ja alles erfahrene Profis und sehr präsent auch in der Stadt Mannheim eben als diejenigen, die für den Bildungsbereich in besonderer Weise stehen. Frau Kaiser als Schulrätin und für die Kinderakademie hier sehr präsent und Herr Dr. Baumer
für das Oberschulamt ja auch immer sehr präsent auch gewesen, genauso wie Herr Fritz, sowohl als Schulleiter wie auch als Stadtrat und Herr Blank als erfolgreicher Schulleiter aus Seckenheim. Und das zeigt natürlich auch, dass Sie sich in den Austausch begeben, die fachliche Begleitung auch entsprechend suchen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Schritt letztlich der Vertrauensbildung. Und dieses Vertrauen, das haben Sie sich auch erarbeitet über die Jahre und verdient. Eine Selbstverständlichkeit für Sie, trotzdem muss man es in dem Zusammenhang dann auch sagen, selbstverständlich ist hier die Rechtssprache durchgehend deutsch. Und jetzt ist das Ziel, einen möglichst erfolgreichen Weg den Kindern und Jugendlichen zu eröffnen in unserer Gesellschaft. Und das tun Sie und begleiten Sie mit großem Engagement. Und Sie haben das jetzt auch nochmal in besonderer Weise auch symbolisch zum Ausdruck gebracht mit Ihrer Namensgebung, zu der ich Ihnen auch ausdrücklich gratulieren will. Karl von Dreis mit einem klaren lokalen Bezug damit. Und Sie haben ja auch die anderen inhaltlichen Bezüge auch deutlich gemacht. Eine besondere Persönlichkeit, die durchaus gegen den Strom geschwommen ist in ihrer Zeit und zugleich auch visionär war und innovativ war und natürlich damit auch ein Stück Heimatschaft und Identität für die Schülerinnen, für die Schulgemeinschaft hier, aber sicher auch für die Stadt insgesamt, sich mit dieser Schule auch entsprechend in Beziehung zu setzen. Und ich denke, das ist auch ein ganz starkes und wichtiges Signal nach außen. Unterstreiche das deswegen auch so ausführlich und besonders, weil ich war gerade gestern in Berlin auf einer Tagung und dann sind mir Zahlen, und den anderen Teilnehmern natürlich auch Zahlen, präsentiert worden über die Entwicklung, ich sage es mal, der türkischen Gemeinschaft und auch Bevölkerung in Deutschland und ihre Haltung und ihre Erfahrungen. Und da muss man einfach sagen, in den letzten Jahren, wir haben dort verloren und nicht gewonnen. Also es war zum Beispiel die Frage, wie stark ist die Begegnung zwischen türkischstämmigen Deutschen und Deutschen ohne Migrationshintergrund. Das ist gleich geblieben, da gibt es sogar einen leichten Anstieg, aber an der Frage nach dem Wunsch, nach der Begegnung, dieser Wunsch nach Begegnung ist über die letzten Jahre Jahr um Jahr gefallen. Und das finde ich ein gravierendes Signal. Und insofern bin ich aber erstmal positiv, wenn ich kenne keine Mannheimer Zahlen dazu. Das kann man sich nie ganz frei machen von gesellschaftlichen Trends. Meine Hoffnung wäre, dass es in Mannheim ein bisschen besser aussieht. Trotzdem müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und ich würde jetzt hier durchaus für uns in Anspruch nehmen, das ist eigentlich auch eine typisch Mannheimer Geschichte, die etwas vielleicht auch gegen diese Trends läuft, zu sagen, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft, wir bekennen uns zu dieser Gesellschaft, wir sehen uns als eine Gemeinschaft, wir bekommen die entsprechende Unterstützung und Sie haben ja auch die entsprechende öffentliche Resonanz, wie sie hier auch in der Eröffnung zum Ausdruck kommt. Und wie gesagt, Karl-von-Dreis-Schule, das ist etwas, was völlig klar ist, das ist ein Teil der Stadt Mannheim. Und das setzt insofern auch ein starkes Signal, aber es ist eben nicht nur ein symbolisches Signal, sondern es ist hier gelebte Realität. Und für uns war auch das immer ein wichtiges Projekt zu sagen, wir wollen diejenigen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen in unserer Gesellschaft, nicht zurückweisen, sondern sie unterstützen. Deswegen war unsere Position immer auch klar, ihren Verein zu begleiten bei diesem wirklich ambitionierten Projekt, das ja alles andere als selbstverständlich ist, es zu einem solchen Erfolg geführt zu haben. Und vielleicht dazu noch ein wichtiges Datum, das ist eine Schule mit den beiden Teilen, Gymnasium und Realschule, mit zusammen über 350, ich glaube 360 Schülerinnen und Schülern. Das heißt, das ist auch keine kleine Schule am Rande, sondern das ist eine veritable große Schule geworden mit einem großen Zuspruch und einer großen gesellschaftlichen Akzeptanz und natürlich auch mit dem Bildungserfolg, was das absolute Zentrum all unserer Bemühungen ist, nämlich eben entsprechend allen die entsprechende Perspektive zu vermitteln und hier auch zu guten Abschlüssen zu kommen. Das gelingt Ihnen, dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg, dass diese sich auch in der Zukunft weiter so fortsetzt. Sie wissen uns an Ihrer Seite bei diesem Bemühen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass mit der Dynamik, die Sie jetzt in den letzten 8 Jahren gezeigt haben, in den letzten 8 Jahren dieses Projekt vom Start auf diesen Tag so gebracht haben, dass man da sehr optimistisch sein kann, dass Ihnen Ihre Ziele auch in Zukunft
gelingen, dass sie sie entsprechend erreichen. Dazu alles erdenklich Gute und alles erdenklich Gute den Schülerinnen und Schülern und allen, die hier am Haus wirken. Viel Erfolg und nochmal Gratulation zum Erreichen. Okay.